Moin, ich bin Tillmann von der Radlbande. In den letzten 8 Wochen konnten wir das brandneue Riso Müller Packster 70 als Familie im Alltag bewegen. Und in diesem Video möchte ich euch alle meine Erfahrungen sagen und was wir positiv und eventuell auch negativ fanden. Dieses Fahrrad wurde uns direkt von Riso Müller für diesen Test und die beiden Videos zur Verfügung gestellt und sie honorieren meine Arbeitszeit, die ich in diese Videos stecke. Das ist allerdings nicht das erste Video, das ich zu dem Riso Müller Packster 70 mache. Ich habe euch das Rad schon einmal in allen Einzelheiten vorgestellt, mit allen Details und Features. Und wenn ihr dieses Video noch nicht kennt, dann empfehle ich euch, das einmal anzusehen und ihr findet es jetzt hier oben verlinkt. In den letzten 8 Wochen musste das Riso Müller Packster 70 für alle Mobilitätsaufgaben herhalten, die wir ihm so zugeschmissen haben. Und weil es Anfang des Jahres 2021 war, mussten wir natürlich nicht in die Kita fahren, sondern die Kinder waren die ganze Zeit zu Hause. Aber es hatte trotzdem genug zu tun, denn wir waren damit einkaufen, natürlich, wir haben damit Ausflüge gemacht, wir sind durch den tiefsten Schnee gefahren, den Lübeck seit irgendwie 3 Jahren gesehen hatte. Dann haben wir noch einen IKEA-Einkauf gemacht, also ähnlich wie im ersten Video, nur diesmal anders. Diesmal hat der Teppich wirklich einmal so quer rüber gepasst, wie ich das auch schon vermutet hatte. Und wir sind damit einfach auch so im Alltag unterwegs gewesen. Obwohl wir in den letzten Wochen wirklich Schnee, Eis, Matschepampe auf den Wegen und echt kein schönes Wetter hatten, hat es uns trotzdem echt gut begleitet. Und es hat wirklich Spaß gemacht und meine Frau ist damit gefahren, ich bin damit gefahren, auch mit einem oder zwei Kindern vorne drin. Und das hat immer gut geklappt. In diesem Video möchte ich das Riso Müller Packster 70 aber einmal bewerten. Und zwar nach der Radlbande Bewertungsmatrix. Das sind 10 verschiedene Bewertungskriterien, aufgeteilt in 2 übergeordnete Kategorien, nämlich Fahrrad und Lastenrad. Und wir wollen jetzt einmal mit der Kategorie Fahrrad beginnen und dort mit dem Punkt Fahrdynamik. Das neue Packster 70 verfolgt bei der Fahrdynamik den Pfad, den die Vorgänger Packster 60 und 80 schon eingeschlagen haben. Die Lenkung ist sehr direkt übersetzt, was erstaunlich ist für eine Seilzuglenkung. Die haben normalerweise immer so ein bisschen Spiel, immer so ein bisschen Verzögerung drin. Hier ist sie aber so übersetzt, dass es sich wirklich sehr agil einlenken lässt. Der Motor ist dabei unauffällig und sehr gut abgestimmt, denn er unterstützt immer so, wie man das als Fahrer gerade braucht, auch egal in welcher Übersetzung man sich gerade befindet. Und er hält sich dabei akustisch sogar relativ zurück. Erst wenn man irgendwie den Berg rauf fährt oder vorne viel geladen hat, dann hört man ihn schon. Was auch gut für die Fahrdynamik ist, ist die Gewichtsverteilung. Durch die Akku-Einbauposition hier vorne ist die Lastverteilung schon im leeren Zustand relativ weit nach vorne gesetzt. Und der Fahrer bildet dann so den Konterpunkt auf der Rückseite. Aber dadurch fährt sich das Fahrrad sehr ausgewogen. Und es ist immer ein bisschen Last auf dem Vorderrad, sodass man sich auch bei schnelleren Kurven oder wenn so ein bisschen Dreck auf der Straße liegt, nicht davor fürchten muss, dass das Vorderrad irgendwie abhaut. Und auch wenn man über Kanten fährt, neigt das Vorderrad nicht zum Springen, selbst wenn das Rad unbeladen ist. Durch die Federgabel und die dicken Reifen ist das Rad gleichzeitig recht komfortabel. Durch den steilen Lenkwinkel und die etwas schlecht ansprechende Federsattelstütze merkt man aber trotzdem jederzeit, wie der Untergrund beschaffen ist. Die Sitzposition ist insgesamt gut, auch für große Fahrer wie mich mit 1,96 Meter und auch meine 1,62 Meter kleine Frau kam mit dem Packster sehr gut zurecht. Und die Kirsche auf der Sahnetorte, wenn man so will, ist diese megamäßige Akkukapazität mit dem Doppelakku. 1250 Wattstunden Kapazität bringen einen im Turbo-Modus über 100 Kilometer weit und man muss sich dafür noch nicht mal groß anstrengen. Das ist wirklich beeindruckend und wenn man größere Strecken immer mal wieder zu fahren hat, dann sollte man auch definitiv diese Option wählen. Der zweite Punkt in der Kategorie Fahrrad ist die Konstruktion bzw. das Design. Und das Packster 70 wurde komplett von Grund auf neu konstruiert und hat nichts von den Vorgängern übernommen. Und das sieht man dem Fahrrad auch wirklich an. Der Grad der Integration, besonders hier auf der Vorderseite, ist echt beeindruckend. Das Rad ist insgesamt recht nüchtern gezeichnet, hat viele gerade Linien, so wie man das von Riso Müller kennt. Es sticht aber in diesem Rot wirklich heraus und auch gerade diese Box, damit fällt man im Straßenverkehr wirklich auf. Sprechen wir einmal über die Front des Packster. Im ersten Video habe ich gesagt, dass dieser Bereich hier vorne immer mit Dreck beschmissen wird, weil das Schutzblech hier hinten so kurz ist. Das ist technisch notwendig, weil der Lenkwinkel so steil ist, um das Rad auf eine möglichst kurze Gesamtlänge zu bringen. Nach Rücksprache mit Riso Müller haben sie gesagt, dass dieser Bereich allerdings extra als eine Art Kotflügel wie beim Auto entwickelt wurde, um den Dreck von der Straße aufzufangen. Beim Auto ist es so, dass der Dreck oder dass der Kotflügel den Dreck so ein bisschen einschließt und verbirgt. Hier
präsentiert sich der Dreck förmlich. Außerdem sind dann hier vorne so kleine Bereiche, wo sich dann doch Dreck verfangen kann und Dreck anfängt zu modern. Deswegen muss man diesen Bereich hier vorne immer schön sauber halten. Das war natürlich besonders schwierig in den vergangenen Wochen, als es so tierisch gesaut hat. Aber jetzt habe ich das einmal sauber gemacht. Allerdings habe ich auch nicht alles rausgekriegt. Diese Rahmenkonstruktion hier vorne mit den zwei Streben, die sorgt wirklich für eine außergewöhnliche Steifigkeit im kompletten Rahmen, selbst wenn man das Fahrrad stark belädt. Und wenn ich mich hier jetzt auf den Lenker so aufstütze, dann taucht die Federgabel vorne ein. Aber der Rahmen an sich hat überhaupt keinen Flex. Das ist wirklich beeindruckend und sorgt natürlich auch für eine gute und stabile Fahrbarkeit. Was beim Fahren auffällt, durch die Position des Ständers, wenn er hochgeklappt ist, kann es sein, dass man beim Fahren gegen die Beine des Ständers gerät. Kann ich das mal zeigen? Also wenn ich jetzt hier im Vollspann draufstehen würde, würde ich hier vorne immer die Box berühren. Und es kann auch sein, dass man hier beim Pedalieren an den Ständer kommt. Genial ist die Konstruktion der Lenkung. Denn Riso Müller hat es auf der einen Seite geschafft, die Lenkung komplett zu verstecken innerhalb der Box. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, wo die Züge der Lenkung entlang gehen. Aber was die Lenkung halt macht, die Seilzuglenkung, man kann sehr weit einschlagen und das Rad so mit einem minimalen Wendekreis rangieren. Da hat man mit so gut wie jedem etwas größeren Cargo-Bike größere Probleme. Negativ ist mir aufgefallen, dass durch die verbauten Materialien im Innenraum der Box sämtliche Gegenstände klappern. Unter Umständen auch sehr laut klappern. Wenn ich da mein Fahrradschloss unten drin habe, dann ist das schon sehr, sehr laut, wenn man über Unebenheiten fährt. Da müsste man definitiv mit einer Bodenmatte oder ähnlichem oder einem Teppich arbeiten, um diese Geräusche möglichst stark zu dämpfen. Was dann auch auffällt, dass sich der Dreck in den Ritzen und in den Rillen der Box sammelt und nicht so leicht wieder austreten kann. Hier muss man also das Fahrrad relativ häufig ausfegen oder aussaugen. Insgesamt ist es aber eine sehr gute Konstruktion, sehr stabil, aber das Design, das spaltet sicherlich. Kommen wir nun zum dritten Punkt in der Kategorie Fahrrad, und zwar zur Ausstattung. Die Grundausstattung dieses Fahrrads ist schon sehr hochwertig. Wir haben eine gute Beleuchtung, wir haben einen guten Sattel, wir haben gute Griffe. Und hier bei diesem Fahrrad ist jetzt das Performance Package installiert mit besserer Bremse, besserem Licht und einer Federsattelstütze. Auf die Beleuchtung, auf die Bremsen beim Performance Package gehe ich gleich noch ein. Die Sattelstütze allerdings, die hat mich überhaupt nicht begeistert. Der Sitzwinkel ist einfach auch viel zu flach, damit so eine Teleskop-Sattelstütze gut funktionieren kann. Außerdem ist dann hier die Sattelstütze an sich auch noch viel zu kurz für mich. Das heißt, die ist eigentlich nur geeignet für Menschen mit maximal 1,90 Meter Körpergröße. Wenn ihr also größer seid, dann bräuchtet ihr auf jeden Fall eine bessere Sattelstütze. Das ist dann nochmal eine zusätzliche Investition. Die anderen Punkte, die Bremsen und die Beleuchtung, sind aber ein guter Bestandteil des Performance Packages. Die Beleuchtung ist über jeden Zweifel erhaben. Die Bremsen allerdings, die haben mich nicht ganz zufriedengestellt. Die haben sicherlich eine gute Bremswirkung. Im ersten Video habe ich gezeigt, dass die Bremswirkung nicht so gut ist. Das liegt daran, weil die Bremsen sehr empfindlich reagieren, wenn sie verschmutzt sind oder wenn da ein leichter Ölfilm drauf ist. Und dann bremst die Bremse nicht so gut. Außerdem ist sie ergonomisch ein bisschen nachteilig, dadurch, dass man relativ viel Handkraft braucht, um eine gute Bremswirkung zu erzielen. Hier würde ich mir einfach vielleicht etwas längere Hebel wünschen, damit auch kleinere Menschen mit der ganzen Hand da besser mit bremsen können. Wenn aber Druck aufgebaut ist im System und man den Griff voll reingezogen hat, dann bremst das Fahrrad wirklich zuverlässig und die dickeren Scheiben und die dickeren Belege sollten auch eine bessere Langhaltbarkeit versprechen als die Bremsen, die normalerweise hier bei dem Packster verbaut sind. Der Rest der Ausstattung passt optisch und funktional zu dem Fahrrad, wobei die Klinge und die Pedale, das ist billige Commodity-Ware und einem 8.500 Euro Fahrrad eigentlich nicht würdig. Kommen wir zum vierten Punkt in der Kategorie Fahrrad, und zwar zum Preis. Das Riso Müller Packster ist ein Premium-Lastenrad und das schlägt sich auch im Preis nieder. Das ist kein günstiges Fahrrad. Und dann erhöhen sich jetzt auch zum 1. März auch noch die Preise durch die aktuelle Situation in der Logistik etc. Darüber habe ich auch mal ein Video gemacht auf meinem zweiten Kanal Tillmann von der Radelbande. Auf jeden Fall bekommt ihr aber, wenn ihr das Packster 70 in der Touring-Ausstattung, also mit der Kettenschaltung wählt, mit der Sitzbank, wenn ihr die noch dazu wählt, und dann diesem Regenverdeck für unter 7.000 Euro ein sehr modernes,
top ausgestattetes Cargo-Bike für die ganze Familie. Für eine höhere Alltagstauglichkeit würde ich aber definitiv die Version mit der Enviolo und dem Riemen bevorzugen, auch wenn das dann signifikant teurer nochmal wird. Aber dafür muss man dann nicht regelmäßig die Kette ölen, nichts einstellen da hinten, sondern man fährt einfach und braucht sich nicht so richtig viel um dieses Fahrrad kümmern. Die Aufpreisliste ist an sich fair, allerdings gibt es schon den einen oder anderen Punkt, der merkwürdig erscheint. So kann man entweder das Fahrrad mit einem 500 Wattstunden Akku bestellen, der einen dann etwa 40 Kilometer weit bringt, oder mit der 1250 Wattstunden Variante, die dann gleich über 100 Kilometer Reichweite verspricht. Es gibt nichts dazwischen und man kann auch nicht einfach so einen zweiten Akku nachrüsten. Man muss sich also am Anfang entscheiden, ob man wirklich viel Kapazität braucht oder nur ganz wenig. Und das doppelte Akkupack ist auch noch mit einem sehr hohen Aufpreis verbunden. Das zweite, was ich ein bisschen schade finde bei der Aufpreisliste, ist, dass man die einzelnen Punkte aus dem Performance Package nicht einzeln bekommt. Ich würde gerne die besseren Bremsen und das bessere Licht haben, aber auf die zu kurze Sattelstütze kann ich gut verzichten. Ich muss aber die Sattelstütze mitbestellen und mir dann eine andere Sattelstütze kaufen. Das finde ich ein bisschen schade. Kommen wir nun zum fünften Punkt in der Kategorie Fahrrad, und zwar zum Punkt Qualität. Das Riso Müller Packster ist insgesamt sehr hochwertig aufgebaut. Der Rahmen hat eine hohe Qualität, alle Schweißnähte sehen gut aus. Ich habe euch schon gezeigt, wie stabil dieses Fahrrad gebaut ist. Und auch der Riemen sorgt für eine hohe Wartungsfreiheit. Und was ebenfalls sehr gut gelöst ist, ist diese komplett gekapselte Seilzuglenkung, die an keinem einzigen Punkt wirklich der Umwelt ausgesetzt ist und somit ebenfalls sehr, sehr lange halten sollte. Mir ist beim Fahren kein Knarzen aufgefallen von irgendwelchen Teilen, die aneinander reiben, sondern das fühlte sich immer hochwertig an. Allerdings habe ich trotzdem zwei Punkte, die mir negativ aufgefallen sind. Erstens machen die Speichen vom Vorderrad beim langsamen Fahren, beim Wenden und Rangieren Geräusche. Das konnte auch durch eine Werkstatt nicht komplett abgestellt werden. Und zweitens hat die Federgabel schon nach wenigen Wochen angefangen zu rosten. Das ist natürlich ein Punkt, der definitiv auf Garantie behandelt werden würde und der jedes Fahrrad betrifft. Gerade wenn man es im Alltag fährt und durch den Winter fährt, so wie wir das in den letzten Wochen gemacht haben. Als das Fahrrad dann einmal zum Service war, sagte der Mechaniker auch, dass man eine Federgabel 2 bis 3 Mal die Woche pflegen sollte. Also einmal komplett sauber wischen und die Tauchrohre mit einem speziellen Öl einmal so ein bisschen einsprühen. Das ist natürlich ein Punkt, den man immer im Hinterkopf behalten muss. Rostende Federgabeln gibt es auch in 2021, und hier beim Packster 70 ist es leider in der Testphase nach wenigen Wochen aufgetreten. Leider ist die Federgabel auch nicht das einzige, was angefangen hat zu rosten, sondern auch die Bremsscheiben und eine Schraube im Innenraum zeigen Anzeichen von Rostbefall. Das ist etwas, was man im Auge behalten muss, gerade bei einem solchen Wetter, wie wir das jetzt in der letzten Zeit hatten. Ansonsten ist die Qualität aber sehr gut, und es ist schade, dass gerade solche Punkte die Qualität so ein bisschen runterreißen. Das wären alle Punkte gewesen zur Kategorie Fahrrad, und wir machen jetzt weiter mit der Kategorie Lastenrad und starten mit dem Punkt Variabilität. Das komplette Packster 70 ist um diese EPP-Box herum designt worden, und die EPP-Box ist auch integraler Bestandteil des Fahrrads. Es gibt keine Möglichkeit, die Box einfach schnell abzubauen und dann ohne Box unterwegs zu sein. Das schränkt natürlich dann den Nutzen ein, wenn man große, breite, längliche Gegenstände transportieren muss. Allerdings habe ich auch bemerkt, dass man solche Dinge, je nachdem wie dick oder hoch sie sind, dass man sie einfach hier oben auf den Alurahmen legen kann und dann in der Box verzurren kann. Das ist also etwas, womit man durchaus breite, flache Gegenstände ohne Probleme transportieren kann. Es gibt zwei grundsätzliche Konfigurationen, mit denen man die Box des Packster 70 nach seinen Bedürfnissen ausstatten kann. Auf der einen Seite das sogenannte Cargo Carry System und auf der anderen Seite die Kindersitzoption. Das Cargo Carry System sorgt dafür, dass man diese Ladefläche unterteilen kann in verschiedene große Abteilungen, dass man Euroboxen in verschiedenen Größen da ganz einfach reinstellen kann, drauf verzurren kann und auch Einkaufstüten oder ähnliches ganz einfach in die Box stellen kann, sodass sie nicht hin und her fallen. Aber auch andere Sachen lassen sich ganz einfach in der Box verzurren, dadurch, dass die Griffe im Innenraum so ausgestaltet sind, dass man da einfach irgendwas durchziehen kann. Die Sitzfläche der Bank lässt sich zwar hochklappen, aber dann
dann ist der Platzgewinn wirklich marginal bis gar nicht vorhanden. Also längs lässt sich dann keine Eurobox irgendwie reinsetzen. Allerdings gibt es die Möglichkeit, eine Eurobox quer reinzustellen, denn die Box ist in der Breite ja innen 60 cm breit. Das geht aber wirklich nur mit starkem Drücken und die Box lässt sich dann auch nicht mal eben einfach entnehmen und steht dann auf diesen beiden Griffen auch noch sehr schief, sodass das eher eine Notlösung ist. Wenn Kinder hier drin sitzen, ist der Platz tatsächlich relativ beengt und es ist nicht mehr viel Platz für größere Einkäufe. Die müssten dann nach hinten wandern. Cool finde ich bei dem Packster 70, dass hier standardmäßig ein Gepäckträger verbaut ist. Der darf 27 Kilogramm aufnehmen, ist also sehr stabil und kann Packtaschen tragen, einen Kindersitz, alles Mögliche, um den Platz, den man zur Verfügung hat, noch mal deutlich zu erhöhen. Insgesamt also ein Fahrrad mit einer hohen Variabilität. Man muss aber schon bei der Konfiguration sagen, ob man das für den Kindertransport oder für den Lastentransport mit diesem Cargo Carry System haben möchte. Der zweite Punkt in der Kategorie Lastenrad ist der Punkt Sitzbank bzw. Sitzmöglichkeit für Kinder. Und das ist hier sehr gut gelöst. Das ist eine sehr gute Bank, die mit einem schönen Polsterstoff ausgestattet ist. Die ist richtig schön hoch und auch die Reling hier an der Seite, die ist richtig schön hoch, sodass Kinder da sehr eingekuschelt sitzen können. Das hat mir gerade im Winter gut gefallen, weil die Box an sich doch eine gute Wärme noch mal abstrahlt. Wenn jetzt so wie heute die Sonne scheint, das könnt ihr jetzt gar nicht sehen, aber wenn so wie heute die Sonne scheint, wird es auch hier in der Box relativ warm, was natürlich im Sommer dann auch nachteilig sich auswirken kann. Als Clou lässt sich die Sitzbank so in der Neigung verstellen, die Rückenlehne, und rutscht dann so ein bisschen nach vorne, sodass Kinder einen Mittagsschlaf halten können. Allerdings wird dann der Platz vorne in der Box doch arg beschränkt und meine Tochter hatte dann so schon ihre Schwierigkeiten mit ihren fast 3 Jahren, ihre Beine und Füße unterzubringen. Das ist der nächste Punkt. Also wir haben hier in dem Innenraum, in dem Fußraum, so eine Stufe. Links und rechts ist ja der Akku versteckt und dann geht der Fußraum nochmal in der Gerze-Ecke weiter runter. Wenn 2 Kinder nebeneinander sitzen, müssen sie ihre Beine so ein bisschen zusammenstellen, sodass sie den Platz nutzen können. Wenn dann noch ein drittes Kind dazukommt, in dem optionalen dritten Sitz, dann muss man oder müssen sich die Kinder mit ihren Beinen so ein bisschen arrangieren. Das Polster der Sitzbank ist zwar wasserabweisend, aber es bleibt trotzdem noch für eine kurze Zeit so ein Wasserfleck übrig, der dann erstmal wegtrocknen muss. Bei kalten oder nassen Begebenheiten kann es auch sein, dass das mal eine ganze Nacht lang dann feucht ist und wenn man dann sich am nächsten Morgen wieder draufsetzt, man dann feuchten Pöppes bekommt. Das ist nicht so angenehm. Das muss man allerdings auch wissen und somit möglichst immer das Regenverdeck geschlossen halten. Die Gurte haben Vor- und Nachteile. Auf der einen Seite ist es gut, dass sie immer so eine Schlaufe bilden, wo die Kinder dann ihre Arme durchstecken können, sodass man nur 3 lose Enden hat, die man dann nachher zusammenstecken muss. Auf der anderen Seite aber fühlt sich dieser gesamte Einschnappenmechanismus nicht so richtig hochwertig an. Hier gibt es deutlich hochwertigere Systeme. Und der Gurt an sich ist auch einfach nur ein Gurt ohne einen Halsschoner. Der ist auch relativ schmal hier und die Verstellung, die gelingt auch nicht so einfach wie bei anderen Gurtsystemen. Wenn man dann hier in die Box reinguckt, dann sieht man diese verbauten Materialien. Hier ist dann EPP, aber hier ist so dieses Verbundmaterial, das dann poltert, wenn da Dinge drauf liegen und man über Unebenheiten fährt. Und hier sind dann noch so Metallteile und Rahmenteile offen. Da würde ich mir einfach wünschen, dass die dann etwas besser versteckt werden. Ein Punkt, der mir immer wichtig ist, gerade weil wir in der Situation sind, ist die Babyschale. Und wie kann ich ein Baby mit dem Packster 70 transportieren? Und Riso Müller hat sich für eine eigene Lösung entschieden. Und zwar für einen eigenen Babysitz. Der kommt jetzt von der Firma Melia. Die sind bekannt dafür, hochwertige Kindersitze für alle möglichen Transportformen anzubieten, sowohl für Anhänger als auch für andere Lastenräder. Und der hat verschiedene Vorteile. Er lässt sich hier mit dieser Schlaufe, das ist irgendwie Riso Müller typisch, und so einem Karabinerhaken fest in der Box einfach verzurren. Ich mache das jetzt mal. Jetzt ist der Kindersitz fest verzurrt. Und es sieht zwar so aus, als würde der jetzt ein bisschen hin und her wackeln, aber das Kind sitzt hier wirklich sicher drin. Und der lässt sich auch montieren, wenn die Rückenlehne des Hauptsitzes so einmal ein bisschen nach vorne versetzt ist. Das Schöne an dieser Konstruktion ist, dass das Kind neben dem anderen, neben dem Baby, noch genug Platz hat, um da zu sitzen, um sich auszubreiten. Und bei unserer fast 3-Jährigen war das auch so, dass sie selbst mit Winterklamotten hier ohne weiteres genug Platz hatte, um zu sitzen. Die Babyschale hat noch einige weitere coole Ideen, denn sie ist hier mit so einem Gurt ausgestattet, mit der man das Kind dann einfach aus dem
Lastenrad rausheben kann oder in das Lastenrad reinheben kann. Man kann den Kindersitz also schon oben in der Wohnung mit dem Baby bestücken und kann dann einfach mit dem Kind über der Schulter dann zu dem Fahrrad gehen. Und der Vorteil ist natürlich, dass so eine Babyschale viel, viel leichter ist als eine Autoschale fürs Baby und sich somit auch wesentlich leichter, auch längere Zeit transportieren lässt. Und dann noch positiv hervorzuheben ist hier die Konstruktion der Gurte. Denn so sieht ein richtig guter Gurt aus. Der ist richtig schön breit, der fühlt sich hochwertig an, ist hier mit Schulterpolstern ausgestattet und mit einem hochwertigen Schnappsystem, das man auch so oder so ähnlich von Autobabyschalen kennt. Also nach diesem Beispiel, finde ich, sollten alle Gurte für Lastenräder konstruiert sein. So, und wenn man die Babyschale dann wieder rausnehmen möchte, dann nimmt man einfach diesen Gurt hier ab, löst den Karabiner hier unten und dann kann man hier die Babyschale entnehmen. Und dieser ganze Vorgang des Festschnallens und Abnehmens dauert mit etwas Übung genauso lange, als würde man eine Autobabyschale mit dem Gurt in einem Auto befestigen. Also durchaus machbar, auch im Alltag. Dadurch, dass das mehrfach gefedert ist hier drin, sitzt das Kind auch sehr komfortabel. Insgesamt bin ich also zufrieden mit den Kindersitzen des Packster 70. Es ist deutlich besser als bei den meisten anderen Lastenrädern, gerade was diese Babyschale angeht. Es bietet aber durchaus noch Raum für Verbesserung. Kommen wir zum dritten Punkt in der Kategorie Lastenrad, und zwar zu dem Zubehör. Das Riesomüller Packster lässt sich bereits bei der Bestellung so ausstatten, wie man es braucht. Sämtliches Zubehör ist preislich okay. Die Qualität hier von dem Regenverdeck zum Beispiel, die ist sehr gut. Das hat mir richtig gut gefallen. Ebenso wie die Babyschale, und insofern ist das Zubehör sinnvoll. Man muss es allerdings schon von vornherein wissen, was man mit dem Rad machen möchte. Was mir hier vorne in der Box noch ein bisschen fehlt, ist so die Möglichkeit, entweder für kleine Netze, um zum Beispiel Zubehör zu verstauen oder mal eine kleine Trinkflasche, oder die Möglichkeit eines Zwischenbodens, damit man zum Beispiel auch den Einkauf noch mal etwas leichter in die Box reinstellen kann. Der vierte Punkt in der Kategorie Lastenrad ist der Punkt Parken und Rangieren. Mit seiner Seilzuglenkung hat das Riesomüller Packster den kleinsten Wendekreis, den ich bei einem Full-Size-Lastenrad bisher gesehen habe. Das ist wirklich beeindruckend. Anschließend lässt sich das Packster sinnvoll, aber nur auf der Rückseite. Wir haben hier die große Möglichkeit, wir können hier ein Schloss durchziehen. Gut ist natürlich, dass hier immer ein Speichenschloss befestigt ist, in das man auch eine Einsteckkette stecken kann. Durch die hohe Breite von über 60 cm, auch über den kompletten Bereich hier vorne, muss man so ein bisschen aufpassen, in welche Parklücke man rein möchte. Da sind reguläre Fahrradständer in vielen Fällen einfach zu klein. Wenn man das Fahrrad vom Ständer nehmen möchte, dann braucht es nur eine einfache Bewegung. Auch wenn das Rad voll beladen ist, ist das sehr, sehr einfach. Und es ist auch sehr einfach, das auf den Ständer zu bringen. Das gelingt wirklich mit einem Fußtritt und dann steht das Rad auch sicher, auch wenn ich da einsteigen möchte. Der fünfte und letzte Punkt in der Kategorie Lastenrad ist der Punkt Sicherheit. Das Riesomüller Packster 70 ist ein modernes, auf Sicherheit konzipiertes Lastenrad. Das merkt man ihm wirklich an. Long Johns sind immer nicht so ganz einfach zu fahren. Da muss man sich so ein bisschen dran gewöhnen. Und hier ist auch noch das Problem, dass man das Vorderrad nicht sehen kann, sodass man nie so genau weiß, wo das Vorderrad eigentlich ist. Das ist halt hier durch die Box so ein bisschen versteckt. Allerdings lässt es sich durch die komplette Konstruktion sehr, sehr intuitiv fahren, sodass man gar nicht das Bedürfnis hat, das Vorderrad zu sehen. Also diesen Sicherheitsfaktor, den braucht man in dem Fall gar nicht. Sehr gut ist diese wahnsinnig gute Beleuchtung hier. Die ist sehr hochwertig und ebenfalls das Bremslicht ist eine sehr gute Option. Was mich nicht so begeistert hat in Sachen Sicherheit, ist die Bremse. Sie bremst gut. Sie bremst auch wirklich scharf. Dafür muss man aber wirklich hohe Handkräfte aufbringen. Und das könnte an so einem Tag, wo man wirklich viel durch die Stadt fährt oder ähnliches, dann doch ganz schön ermüdend sein für die Finger. Was allerdings positiv ist bei den Bremsen, durch die dicken Bremsscheiben und die dicken Belege sind die auch bei längeren Abfahrten sehr hitzeresistent, so dass man da auch nicht in die Gefahr kommen sollte, irgendwie Fading oder irgendwas in der Art zu erleben. Insgesamt hat man also eine agile und intuitive Fahrweise, die das Fahren mit dem Packster 70 schon sehr vereinfacht und so für eine hohe Sicherheit beiträgt. Und auch bei der passiven Sicherheit haben wir hier diese große Box. Hier geht es dann gerade um die Kinder, die mit dieser oberen Reling, einer unteren Reling ausgestattet ist und dann dieses EPP, das so ein bisschen stoßabsorbierend ist, sodass sich die Kinder auch ganz einfach hier gegenlehnen können. Und wenn man mal irgendwo gegenfahren sollte, dann werden die von diesen Gurten halt auch gut zurückgehalten. Also da
sollte nichts passieren. Dadurch, dass die Schulterlinie so hoch ist und die Gurte auch relativ hoch angebracht sind, gehen sie auch über die Schultern und können nicht von den Schultern rutschen, so wie das bei einigen anderen Lastenrädern der Fall sein könnte. Insgesamt haben wir also ein Lastenrad mit einem hohen Sicherheitsniveau, wobei man auch sagen muss, dass die standfesten und hochwertigen Bremsen sowie diese Flutlichtbeleuchtung natürlich Bestandteil des Performance-Packages ist, das ich definitiv empfehlen würde. Das sind die einzelnen Punkte aus der Radlbande-Bewertungsmatrix. Aber wie ist denn jetzt das Fazit? Für wen ist das Riso Müller Packster am besten geeignet? Und da gibt es zwei verschiedene Nutzergruppen. Auf der einen Seite die Familie, die mit bis zu 3 Kindern unterwegs sein möchte und den Alltag ohne Auto bestreiten möchte oder mit weniger Autofahren bestreiten möchte. Und auf der anderen Seite denjenigen, der keine Kinder transportieren muss, aber dieses Cargo-Carry-System nutzen kann, das wirklich echt viele coole einzelne Details bietet, wo man halt Dinge gut in der Box des Packster organisieren kann. Man muss allerdings auch das nötige Kleingeld mitbringen, denn das Packster ist kein günstiges Fahrrad. Im Gegenteil, es ist, glaube ich, das teuerste Fahrrad, was ich auf diesem Kanal bisher getestet habe. Und es hat so den ein oder anderen Fehler, der während des Testens echt ärgerlich war, der nicht unbedingt bei jedem zutreffen muss, aber eine rostende Federgabel nach wenigen Wochen ist wirklich unschön. Insgesamt ist es aber ein hochwertiges Lastenrad, das kann man gar nicht anders sagen. Und es ist eins der am besten fahrenden und praktischsten Lastenräder. Was mich allerdings schon gewundert hat, dass diese Box mit den 70 cm Ladelänge doch kleiner wirkt, wenn erstmal Kinder drin sitzen. Also wenn mein Kind und das Baby drin gesessen hat, dann habe ich vielleicht noch so die ein oder andere Tüte unter die Babyschale bekommen, aber das war's dann auch. Den Rest musste ich dann wirklich irgendwie auf dem Gepäckträger drapieren, was allerdings auch kein Problem ist und sehr einfach funktioniert. Ich hatte immer das Gefühl, dass meine Kinder sehr gut darin gesessen haben und auch nicht zu sehr durchgeschüttelt wurden und viel Spaß darin hatten. Das Riso Müller Packster 70 ist auf jeden Fall eins der besten Lastenräder, die man in 2021 kaufen kann, wenn man das nötige Kleingeld hat und sich mit dieser Box hier vorne und dem Design dementsprechend arrangieren kann. Aber was sagst du? Wäre das Riso Müller Packster 70 dein perfekter Begleiter für den Alltag? Oder hast du so ein paar Dinge, die dir daran nicht gefallen? Sag's mir unten in der Beschreibung. Lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt und wenn ihr dabei sein wollt, wenn die Radlbande das nächste Mal auf Tour ist, dann abonniert den Kanal. Tschüss, bis zum nächsten Mal.